Auge der Sonne. Jetzt kämpfen die gegeneinander, oder was? Junker, schnell, kommt her. Es gibt viel zu bereden. Da ist nur ein Zwilling. Wo ist der andere? Was? Wieso hat er zwei Gesichter? Ich wollte sowieso nicht mit euch kämpfen. Ja, das frage ich mich auch gerade. Was ist denn da los? Beide. Verarschen? Das sind doch beide in einem. Hier, da, gucke. Die glitschen ineinander. Komm, lasst euch doch nicht so verarschen von ihm. Die lassen sich voll verarschen. Nö, es ist nur einer. Gar nicht. Die verstecken sich nur ineinander. Ihr kommt gerade recht. Pelham hat mir eben erzählt, was im Dengattel-Gebiet geschehen ist. Ich habe in alten Hylek-Schriftrollen vom Auge der Sonne gelesen. Es ist ein Trank, der jemanden in einen Avatar der Sonne verwandeln können soll. Er ist extrem schwer herzustellen und sehr instabil. Ich dachte, er sei nur ein Mythos. Offenbar nicht. Doch Zottel, der Sprecher der Orgottel, glaubt wohl, dass er den Trank herstellen und zum Auge der Sonne werden kann. Selbst wenn Toch Zottel nicht zum Avatar wird, dürfte sein Trank äußerst giftig sein. Falls etwas außer Kontrolle gerät, könnte er den ganzen Orgottel-Stamm vernichten. Wir konnten den Dengatel einen Rest des Zalisco-Extrakts abnehmen, aber es ist nicht viel. Es wird genügen müssen. Ich werde an einem Gegenmittel arbeiten. Geht ihr beiden ins Orgottel-Gebiet. Keith und ich treffen euch dort. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wenn Toch Zottel den Trank herstellt und einnimmt, wird er unglaublich mächtig und wahrscheinlich wahnsinnig. Wartet, wo ist Arlon? Wir brauchen seine Stärke, um Toch Zottel zu besiegen. Tut mir leid, Pelham. Er ist noch nicht zurück. Ich hinterlasse ihm hier eine Nachricht, dass er uns ins Orgottel-Gebiet folgen soll. Was soll das mit diesen zwei Gesichtern? Ja, es hat einen Bug. Das ist dämlich, ist das. Ja. Es sollte wahrscheinlich entweder der eine oder der andere angezeigt werden. Funktioniert wohl nicht so richtig. Das kann natürlich sein, ja. Je nachdem, für was du dich entschieden hast. Ja, gehe ich von aus. So, guck mal hier, ey. Krass. Nein. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder zurück, oder? Noch weiter? Dahin. Oh, ganz weit, ganz woanders. Jetzt müssen wir tatsächlich mal in die Brisbane-Wildnis. Machst du mir einen Punkt? Ja, das Problem ist, ich habe dir jetzt einen Punkt gemacht. Ah, okay. Wir müssen den Weg dahin erstmal finden. Ha! Ja, cool, dann gehen wir wohl Wegmarke wachsende Quelle. Ja, genau. Ich finde dieses Bild von dem Ladescreen so geil, ne? Eine Hirschkuh! Töten! Das hier muss immer alles töten. Du musst die Erfahrung kriegen. Ja, ja. Deswegen bin ich immer voraus, weil ich unschuldige Tiere töte. Ja, ich weiß. Weil du böse bist. Ja gut. Mhm. Böse ist nicht immer schlecht. Ihr seid mir ein Rätsel. Sagt mir, was ihr tut. Ich sage euch, wer ihr seid. Ich bin ein Krieger. Die Natur zeigt mir die Kunst des Krieges. So muss ich langsam, lass dein Unrecht nie zu bösem reichen. Ich bin kein friedlicher Gärtner oder so, wo bist du denn? Ich bin direkt hinter dir. Ich sehe dich rumlaufen. Euer Pfad ist deutlich anders als... Ich öffne nur gerade noch mal kurz die ganzen, diese Beutel. Achso. Ich habe ein Zepter gefunden. Brauchst du ein Zepter? Guck mal, solche sind momentan ziemlich stark. Die habe ich ja geschenkt bekommen. Okay. Farbe! Ach nee, schwaches Blut. Okay, alles klar. Alles gut. Schwaches Blut, oha. Das brauche ich für meine Rezepte. Ja, ich auch. No. Das Schicksal hat uns zusammen. Eine Holzfackel, wow. Was sucht ihr? Ich sammle magisches Wissen. So, die habe ich schon. Eure Suche ist mir fremd. Das habe ich auch schon. Ich verstehe den Krieg, aber nicht den von euch gewählten Pfad. Noch mehr Hand. Wow. Ich gerade mal Actionbeutel mit sehr, sehr vielen
Handwerksmaterialien. Was? Okay, gut. Reicht erstmal, um Platz zu schaffen. Dann würde ich sagen, lasst uns zur Marke aufbrechen. Okay. Wo gehen wir denn lang unten, ne? Ich weiß nicht. Bianca, bis später. Lass es dir gut gehen auf deiner Couch. Ich weiß nicht, was wir... Ja, wir gehen unten lang, da haben wir nämlich noch einen Speer, würde ich sagen, dann nehmen wir den mit. Ja, stimmt. Stimmt. Alles klar. Kann euch nichts besiegen? Ich gebe niemals nach. Da wird wahrscheinlich in der Nähe noch irgendwo eine Wegmarke oder so sein, ne? Wahrscheinlich, wir haben es noch nicht aufgedeckt. Dann müssen wir den Tier besiegen. Nein! Die geben voll viel Erfahrung. Ja, aber die kosten auch voll viel Zeit. Nö, wenn ich mit meinem Blitz voranströme, bis du da bei mir bist. Dass ich wieder irgendwelche Mittel holen muss, mit denen ich aufholen kann. Ach, hier ist Holz. Perfekt. Ich hoffe, du hast schon deine Hacke aufgewertet. Ja, klar. XP fürs Holzhacken, yay. Ja, die 12. Yay, ich habe jetzt auch Jäger und Sammler. Der Tageserfolg. So, wo geht's hier lang? Kastornkammern. Da wollen wir ja nicht hin, ne? Nö, aber das Erz. Jo, deswegen. Ich sehe es zwar nicht, aber ich baue es ab. Erz. Ja, da steht mein Begleiter drauf. So. Guck mal, hier sind irgendwelche komischen fliegenden Hütten. Ja, na, zumindest fliegen die Dächer. Auch nicht schlecht. Ah, da ist der Speer drauf. Ah, und Holz. So, was hast du denn zu sagen? Im Norden seht ihr das Schnatterhorn. Dort leben die Skrid in einer außergewöhnlichen Gemeinschaft. Sie betätigen sich kreativ und entdecken sogar die Viehwirtschaft. Außerdem verteidigen sie sich gegen die finsteren Mächte, die wir hier bekämpfen. Irgendwie finde ich es wichtig, dass wir solche interessanten Kreaturen unterstützen. Okay, das ist auch irgendwie so eine Stadt. Ja, und das ist ein Event direkt auf dem Weg, wo wir hin müssen. Komm, lass uns zerstört den defekten Golem. Was? Event! Yay! Gucken. Da ist er. Nimm dich! Erstmal schön umgehauen und kriegst hier nochmal eine 7 drauf. Und du schön verrätst. Und der macht ganz schön Schaden. Nee, bei mir nicht. Wenn du weit weg bist, ja. Yeah. Deswegen gern kämpfen. Ich bin immer weg. Gut, Hilfe, komm liegen. Okay, Verstecken bringt irgendwie nichts. Ich kämpfe mein Leben. Werft Blitze auf euren Gegner. Nehmt das! Und das! Kann mich jemand aufheben? Au, das hat wirklich wehgetan. Ja. Ich stehe wieder. Das ist das erste Mal, dass ich richtig tot war, ey. Okay. Au! Ja. Ach so, man kann sich, glaube ich, gegenseitig helfen, wenn man ums Überleben kämpft. Ja, klar. Du kannst zu mir kommen. Aber ein NPC hat mir geholfen. Ja, ich hoffe, mir hilft auch einer. Ach, du liegst am Boden? Ah. Ja. Ach so. Jetzt ist er tot. Klotz, was in Tyrias Namen habt ihr mit diesem Golem angestellt? Ich habe eure Instruktionen genau befolgt. Gebt nicht mir die Schuld, undankbarer Wurm. Ach, das sind die, die wir letztes Mal auch schon irgendwie, Wenn ich von meiner Pause wiederkomme, ist hier aufgeräumt. Verstanden? Ach ja. Ist es nicht die, wo wir, der wir geholfen haben? Nee, es muss ja eine andere sein, weil wir jetzt ganz woanders sind.
Keine Ahnung, vielleicht ist die Story so, dass die einem folgen. Was ist denn das für einer? Diplomat, Talon? Macht es kurz. Ja, Deadline. Ach ja. Muss man dem irgendwie helfen oder so? Keine Ahnung. Ihr habt bei den Gesprächen nichts verloren. Geht weiter, ihr gefährdet delikate diplomatische Verhandlungen, okay? So, wir haben hier eine Abzweigung. Links ist ein Händler und so. Wollen wir das Panorama mitholen? Wir haben da auch gleich noch eine Stadt. Ja, ja. So, gucken wir wahrscheinlich genau, das ist da drin, ne? Mhm. Also, Flop, mir geht's auf jeden Fall ziemlich gut. Wochenende gechillt. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Ach, guck mal, ist ja voll das einfache Panorama. Ja, ich warte auf dich. Yay. Und los geht's. Rote Frösche, giftig. Hm. Oh, guck mal, die prügeln sich, der rote und der blaue. Der rote und blaue Frösche. Matrix, nur mit Fröschen. Au, halbtot. Au. Ah, hier ist der Diplomat wieder. Ich sollte nicht alles nachmachen, was Zero macht. Wieso nicht? Das ist nicht gut. Ich finde diese Wasserdings hier eigentlich voll cool, ne? Die haben was. Oh, Laborausrüstung repariert. Ein Speer. Oh, bist du da? Ja. Die Brisbane-Wildnis war einst ein sicherer, abgeschiedener Ort für unsere experimentellen Labore. Jetzt ist die Inquestur vorgerückt. Sie hat die Waffenforschung von Mrod Boru im Visier. Wir arbeiten beim Schutz unserer Labore mit der wilden Jagd und den Seraphen zusammen. Aber das reicht nicht. Ich trage euch zwei Ziele auf. Unterstützt die Forscher im Ethervolt-Labor und haltet die Inquestur beim Mrod Boru auf. Weißt du, dass mich die Stimme von dem Typen irgendwie an irgendeinen YouTuber erinnert? Schon gehört, was letztens die Art, wie der redet? Der Speer oder was? Ja. Inquestur-Spion hat ihn wohl ganz schön zugerichtet. Irgendwo habe ich die Stimme schon mal gehört. Wo geht's hier hoch? Oder schlimmer noch. Nee. Das geht hier mal höher. Was für uns? Ja, für die spring ich gleich runter. Ja, genau, und dann bist du tot. Juhu! Ne, hier ist sonst nichts. Aber ich möchte gerne versuchen, zu springen und gleichzeitig meine Vieh einzusetzen. Ne, es geht nicht. Aber ich nehme keinen Schaden, wenn ich mit meiner Fähigkeit runtergehe. Ha! Oder wenigstens. Okay. Ne, gut, aber ich glaube, so viel Schaden nimmst du ja auch nicht. Ne, hier nimmst du nur ganz wenig Schaden. Na gut, dann war es nicht meine Fähigkeit. Ja, cool. So viel dazu. Ich sehe hier noch ein Bäumchen. Yippie! Hui! Ach, hier ist gerade direkt ein Event in der Nähe, ne? Warte, was? Ein Tipp für die schnelle Bewegung. In der Luft schießen und mit der Heilung wir heilen wie ein Wesen. Was? Die Eile, die dein Tier bekommt, hat auf dich kopieren. Okay. Ja, also ich finde, ich laufe relativ schnell. Durch meine tolle Fähigkeit. Laborausrüstung. Ja, keine Ahnung, ich glaube, wir müssen hier einfach nur verteidigen. Ja, und sicher. Am meisten so. Yeah, der Pfeil. Ja, das war jetzt Nummer 4. Mit noch einer Ausrüstung. Wie, noch eine Ausrüstung? Ja, rechts. Siehst du doch Laborausrüstung repariert? Ach so. Schrecken der Inquestur. 10 von 10 Tötung. Easy.
Wie hast du das denn repariert? Ich habe einfach nur Feinde besiegt. Also der Golem repariert, glaube ich, was. Ach so. Ja, das kann gut. Meister Tok, jeder Asura zwischen 18 und 35. Wenn wir doch nur Tok reparieren könnten. Na dann, lass dir schmecken, Flop. Und bis gleich. Also ich meine, wir machen jetzt eh so halbwegs gleich Feierabend. Mhm. So. Wo ist jetzt deine Quest? Die Wegmarkierung, so, die du gemacht hast, ist nicht mehr da. Oh, warte. Genau am oberen Herzen ist die. Doch, die war doch noch da. Ja, gerade eben war es nicht da. Also bei mir war sie noch komisch. Oh ja. Rosamoa. Oh mein Gott. Gefährlich. Oh. Herrliche Luft. Kreuzgefährlich. Wisst ihr, das wäre doch was für dich, ein Rosamoa. Ja, allerdings. Aber ich finde die Moa an sich irgendwie ein bisschen neu. Daisy. Ruhe jetzt. Wir sind in der Nähe eines Ja, knapp 10 Minuten, Viertelstunde haben wir noch. Ja, so in dem Dreh, genau. Ein Fischadler. Töten! Ein Fischadler? Oh, war ja. Den habe ich weggekickt. Zero ist böse. Der ist in eine andere Instanz geflogen jetzt. So hart habe ich ihn gekickt. Ein Leuchtkäfer! Töten! Zero tötet einfach alles. So. Was habt ihr auf dem Herzen? Traherne, konntet ihr ein Gegenmittel für den Auge der Sonnetrank herstellen? Ich habe mein Möglichstes getan. Aber ob es wirken wird, steht in den Sternen. Caith hat die Gegend aufgeklärt und meinte, der Fluss wirke verunreinigt. Sie hält dort weiter Wache. Wenn die Orgottel den Fluss vergiften, könnten sie den gesamten Caledon-Wald zerstören. Wir müssen sie aufhalten! Nichts an dieser Situation ist gut. Ich wünschte, Pelham wäre hier. Er hätte bestimmt irgendeinen klugen Einfall. Wir können nicht auf ihn warten. Wir müssen einschreiten, bevor die Orgottel das Auge der Sonne fertigstellen. Die Junkerin hat recht. Tut mir leid, Arlon. Wir müssen los. Jetzt. Der sieht irgendwie aus wie so ein Sunnyboy, ne? Genau, ich finde, der sieht schul aus. Bleibt wachsam. Das könnte naja, eine Sunnyboy halt. Leuchtkäfer. Stecken sich in den Büschen vor mir, ey. Schweinerei. Ja, natürlich. Natürlich, es hat sich rumgesprochen, dass du sie alle tötest. Und deswegen verstecken sie sich im Gebüsch. So, und wir müssen jetzt den Fluss entlang. Und sicher. Mal gucken, wie es hier aussieht. Oh, die sind alle hier tot. Oha. Guck mal, die sind alle tot. Oh, die Fische. Die sind alle tot. Nicht normal. Die Fische, die Frösche. Es ist nicht normal, dass die alle tot sind. Nein, da hast du recht. Nein, guck mal hier, der Trank. Gift. Lasst mich etwas anderes probieren. Ich bin hier oben. Ich bin der Jump'n'Run-Meister. Ich glaube, fürs nächste Mal versuche ich das Ganze auf Controller einzustellen. Seht ihr? Okay. Der Giftdamm verzieht sich. Da bin ich erleichtert. Wendet es auf den Turm an. Klappt das, können wir die Wand damit auflösen. Auf den Turm? Zerstört was? Die giftigen Töpfe mit Hilfe des Geschützturms. Ist der da vorne irgendwo? Nee. Der Quest hinterher, würde ich sagen, ne? Ja. Oh Gott, nee, oh, hier ist es giftig. Ja, nein, nein, nein. Okay. Ja, eben. Deswegen. Wir sollen den Geschützturm verwenden. Ja, ich suche den jetzt gerade. Ach so, das ist. Ach, oh Gott, bin ich doof. Der stand genau neben uns. Ich sterbe! Hilfe! So. Ich sterbe, Schatz! Nein! Ich kann dir nicht mal helfen. Oh Gott. Ich kann dich aber wiederbeleben. Ja, mach mal. Das ist Zero. Zero rennt los, denkt so, nein!
Nein! Das ist ähnlich wie ein Ark in der Höhle mit, den Pilzsporen. Aber da war ich die Dube. So, ich weiß aber nicht, wie ich den jetzt... Einfach raufklicken. Wahrscheinlich, abfeuern. Ne? Verwenden. Dieses Objekt wird bereits von einem anderen Charakter verwendet, auch nicht. Ah, okay, alles klar. Nee, ich muss zielen. Alles klar. Okay, das war laut. Das Land ist leid. Krank vor Gift. Wir sollten in Bewegung bleiben. Kann ich damit auch fahren? Nee, war schade. Oui. Das wird cool. Ich meine, das Ding ist, bei Geschützturm, ich habe einfach an etwas Größeres gedacht. Gegner! Ja, ich bin gleich schon tot. Oh Gott, drück die 6! Wow, gerade noch gerettet. Ich bin aber weg. Oh, ich bin tot. Warte, ich muss mich aufs Land retten. Ich hab mich aufgerappelt. Hilfe! Nein, lasst mich am Leben. Ja, wir sind schon tot. Alles gut, alles gut. Ja. Okay. Er verfolgt mich immer noch. Ich sage mal, gewöhne dich dran, du bist ein Magier, du bist eigentlich auch ein Fernkämpfer. Nein. Und deswegen hast du leichte Rüstung, nur so nebenbei. Du hättest dir sonst vielleicht lieber einen Krieger oder so machen sollen. Ich habe Fähigkeiten, die mich teleportieren. Das ist so lustig, dass ich das machen muss. Oh, ich hab Delfine. Ich hab Delfine. Ich hab Delfine unter Wasser. Finde ich gut. Oha, da ist irgendwas, das tut Kopf. Achso, das Gift. Komm nicht dem Gift wieder zu nah. Nee, ich versuch's. Oh. Oh, coole Musik. Ich sehe Pellam. Moment, Zwilling. Wir holen euch raus. Hey, da ist noch ein Turm. Benutzt das Gegenmittel. Hier kommt nicht der. Mein Gift ist schon richtig. Ja. Hat er gedacht. Dann kam Regie und zerstörte alles. Es tut mir leid, dass es so laut ist. Ich kann dafür nichts. Na, ich kümmere mich so lange um die Gegner. Ich bin es leid. Ja, genau, das ist sehr gut. Ich merke gerade, wie zahlreich sie doch sind. Wir hätten vielleicht erst die Gegner besiegen sollen und dann den Geschütz zurück. Ja, ich hab schon gemacht. Alle tot, alle tot. Wand auf die Knie, schwache Wesen. Seht das Auge der Sonne. Oh oh. Mopsi, ich komme! Mopsi? Ich hab jetzt Angst vor dem Vieh. Gehst ein paar Erdbeben ab. Hier. Den und den und den und den. Ach, Feuer? Hab ich auch. Hier, nimm. Au. Das fand ich jetzt nicht so nett. Nee, ist gar nicht. Du schubst mich immer um! Ja, du würdest ihn auch umschubsen, wenn du könntest. Nein, ich bin ein fairer Spieler. So. Ah, hier wird schon wieder belebt. Dicke Dorne, Pellam, was haben sie euch angetan? Die Orgottel haben ihr Gift an mir ausprobiert. Bevor sie es in den Fluss gaben, ich fühle mich krank, innerlich verbrannt. Ich hätte es nicht allein versuchen sollen. Nein, es ist meine Schuld. Ich habe euch ziehen lassen, statt einen Kompromiss zu suchen. Aber ihr kommt schon wieder in Ordnung und dann gehen wir gemeinsam vor. Gut gemacht, Junkerin. Die Zwillinge haben eine wichtige Lektion gelernt. Zusammen sind wir stärker als einzeln. Ich bin nur froh, dass es Pellam wieder gut gehen wird. Zwillinge, ihr könnt gerne in meinem Garten bleiben, solange ihr wollt, und euch erholen. Ein sehr großzügiges Angebot. Ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, dass nichts uns lieber wäre. Möge der Traum euch für eure Hilfe segnen. Okay. Ja. Total cool. Ich glaube, das war jetzt. Ich glaube, das war jetzt deine Questline, wach? Ja, also ich denke, das war jetzt tatsächlich alles. Eine Geisterscherbe. Das tritt direkt bei Erhalt in Kraft. Wird benutzt, um magische Gegenstände in der mythischen Schmiede zu kaufen. Ah, okay. Saatgutbeutel. Eine Brustrüstung. Oh, Schuhe, die ich gebrauchen kann. Und
Ding, mit dem ich nichts anfangen kann. Okay. Nice, nice, nice. Ja, würde ich sagen. Dann können wir raus. Und jetzt ist natürlich die Frage, wollen wir uns den Anfang bei dir schon mal angucken? Nö, wir sind jetzt eigentlich schon ziemlich knapp an der Grenze, ne? Ja, deswegen. Ich mache ja aus einer Stunde mache ich 2 Folgen. Das denke ich mal schon. Aber... Gut. Dann, meine Lieben, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal mit Zero seiner Storyline. Und bis dahin. Ja, ciao, ciao. Tschüss. Whee!